Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Jetzt suche ich schnell den. Wollen wir anscheinend nicht mehr, oder? Machen uns heute schnell eine neue Hocke. So. Weil dann machen wir jetzt das Magical Corpse. Magical Corpse. Ups, oh. Okay, als erstes brauchen wir die. Wo haben wir sie? Nicht Experience. Emerald. Boah, wenn das nicht immer so viele wären, wo man erst raussuchen muss, welche man jetzt braucht. Sind es die? Nein. Miniko Seeds, die brauchen wir als erstes. Dann schauen wir doch mal, wie viel wir davon haben. 6 Stacks. Acht. Hätte ich schon gern mehr. Nochmal, ja, so, das könnte hinkommen. Ja. Dann brauchen wir noch Seeds. Das sollte ich nochmal auch irgendwo noch etliche haben. Hier. Dann stellen wir die schnell her. Eine Watering Can haben wir hier. Ist die schon voll? Ja. Schlafen wir ganz kurz. Und pflanzen jetzt das Ganze mal. Jetzt hätte ich einen Wassereimer gleich mitnehmen können. Und ein paar Holzplanken bräuchte ich auch, damit das wieder vom Platz her passt. Eins. Zwei. Und jetzt hat das Ganze aufbauen. Immer drei groß. Dafür habe ich jetzt eindeutig zu wenig Seeds dabei, aber egal. Ich glaube, dazu habe ich auch zu wenig Dirt dabei, dass ich das komplett bauen kann. Machen wir mal überall eine zweite Reihe außenrum, das sollte hoffentlich reichen. Dann überall schon einmal Haken und die Seeds pflanzen. Ja, die zeigen dir jetzt halt immer an, wenn du drüber bleibst, was rauskommt. Das ist auch praktisch. Dann können wir hier gleich nochmal ein paar pflanzen. Das reicht genau für zwei Reihen, ist doch schön. Dann hole ich noch schnell die Sachen, damit wir außenrum oder zumindest in der Mitte das Wasser platzieren können. Das sollte schon reichen. Außenrum Holz brauchen wir ja nun momentan noch nicht. Und jetzt muss ich schon wieder was essen. Können wir echt froh sein, dass die Lootbags hinten so extrem viel an Nahrung abwerfen. Weil das ist jetzt eigentlich alles bloß durch die Lootbags zusammengekommen. Wir haben sogar Fried Chicken. Was ich irgendwie recht lustig finde. Nehmen wir das und das hier. Bauen wir doch gleich etwas außenrum. So einen noch. Und einen Holzblock nehme ich jetzt einfach. Hätte auch einen Dirt nehmen können, wo hinten schon ist. Machen wir es so. Weil ich muss von unten ja irgendetwas dran setzen. Na, dann nehme ich den, wo soll ich denn da unten dran gesetzt? Einen Slab. Hätte ich vielleicht einen zweiten mitnehmen sollen. Jetzt setze ich in die Mitte schnell das. Ja, gut. Ich habe eh das Wasser vergessen, dann hole ich schnell noch
Den zweiten Slab auch. Weil ich muss sowieso nochmal hinterrennen. Um den. Ja, um das Wasser zu holen. Der Eimer müsste hier herin sein. Etliche Eimer. Jetzt hätte ich den Slab gleich nochmal vergessen. Obwohl ich schon in der Truhe drin war, wo der sein muss. Beziehungsweise wo er ist. Ich habe das Jetpack, ich muss ja nicht immer außen rumlaufen. Ich kann ja den kürzesten Weg nehmen. Boah, das müsste jetzt der Platz sein. Jups. Hat funktioniert. Hier landen, sonst machen wir da drin den Seed kaputt. Boah, geht das? Ja. Obwohl er jetzt halt zu hoch ist. Mist. Ja, eigentlich ist egal. Nein, ist nicht egal, weil ich ihn jetzt halt nicht die Fackel drauf setzen kann. Klasse. Machen wir schnell noch die Watering Can etwas. Dann mache ich das halt kurz offscreen, dass ich den einen runtersetze. Aber Hauptsache, man sieht mal hier, was wir da pflanzen. Und dass auch etwas vorwärts geht. Muss ich das Jetpack wieder aufladen? Bin schon auf 52% runter. Nicht, dass ich das irgendwann mal vergesse und irgendwo runterspringe. Die ersten paar sind schon fertig, passt. Wenn ich jetzt halt, ja, also Linksklick passiert das, Rechtsklick geht nicht. Okay, wissen wir das jetzt auch schon einmal. Da sollte man jetzt halt pro immer mindestens einen rausbekommen, wenn nicht sogar vielleicht mal zwei, wenn wir Glück haben. Okay, gut. Dann war es das eigentlich wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.